Das ist so dumm. Kriegt der Villager einfach nicht richtig. Ja, endlich! Das Problem ist, ich brauche sehr, sehr viel davon. Das ist mein Problem. Vor allem Dave weiß das gar nicht, dass wir hier, dass ich hier gerade Villager baue. Hier ist frische Arbeit, wer will Arbeit? Ich bin hier der Arbeitsmakler. Da kommt schon einer. Hallo. Hallo, Sir. Wollen Sie arbeiten? Jawolski. Nehmen wir doch. Ah, du hast keine Workbank. Ey, schieb mich nicht, Mann. Jetzt geht das große Stick-Train wieder los. Neun Emeralds. Das reicht mir leider noch nicht. Bis. Alter, ist das geil, was ich schon wieder hier im Stream organisiere. Also Dave sollte sich da echt dankbar zeigen und alles. Das Einzige, was wir brauchen, wir müssen halt noch... Ja, gut, was herholen, ne? Sozusagen. Das Einzige, was Dave mir nicht gegeben hat, ist ein Schwert. Und eine Ho. Das ist das Einzige, was er mir nicht gegeben hat. Leider. Hat mir das Debris nicht gegeben.
Ich sowieso, Digga. Wartet der jetzt wirklich die ganze Zeit auf den Paketboten oder was? Weil der meldet sich ja auch nicht bei mir. Jo, Polaris, bin soweit. Von dem kommt einfach gerade gar nichts, Digga. Was ist denn da los? Eieieiei. Zockt hier alleine, Widderkriegerinsel. Aua. Ich muss echt besser auf mich aufpassen. So, jetzt mache ich mir erstmal eine Ho und dann hau mal rein, dann tue ich erstmal ein paar Sachen pflanzen. Ist nicht leicht, aber es ist halt so, ne? Einfach Sonntagabend, gar nichts mehr los. Einfach Sonntag, gar keiner hier drin, Digga. Alle denken sich so, nö, keine Lust. Oder manche Leute haben Besseres zu tun, ich weiß es nicht. Ich wollte gerade schon fragen, Digga, was war denn das gerade? Ich kann wahrscheinlich hier nicht pennen, weil ich wahrscheinlich kein Bett hab. Jo, ich muss wieder rüber ins Villager-Dorf und dort pennen. Irgendein Bett nehme ich mir jetzt halt. Da ist mein einer Villager drin, da kann ich leider nicht klauen. Oh, da ist der Farmer drin, den will ich auch nicht rausschmeißen. Ah, hier ist doch wahrscheinlich einer drin, den man... Oh. Warum ist da kein Bett drin, hä? Habe ich ein Bett geklaut? Ich weiß gar nicht. Ah doch, ich habe das eine Bett doch geklaut. Oh ne, hier ist auch ein Farmer drin. Nein. Ich brauche irgendein Bett, wo eh keiner... Doch. Ich brauche irgendein Bett, was keinen juckt. Ach, du juckst mich eh nicht. Deswegen, danke, ich schlafe jetzt in deinem Bett. Und das klaue ich dir dann auch noch. Das kriegst du nicht wieder. Aua. Ey, du Idiot. Das nicht mehr ich reinlaufen sollen. Ich habe nichts gemacht. Ja, du Bescheid weißt. Der bietet mir das Zeugwetten noch jetzt teurer an, oder? Weil ich ihn einmal geschlagen habe. Jo. Achte da jetzt zu einem Emerald.
Ach, der Typ juckt mich eh nicht. Ich brauch den ja nicht. Ich hab dem jetzt aber sein Bett geklaut, weil das Ding ist, ist jetzt mein Bett. Es juckt mich auch nicht, was der Typ für Probleme hat oder sonst was. Wo mache ich mein Bett hin? Ich mach's hier einfach in die Mitte. In meine Bauch, in meine halbe Bauruine hier. Ah, wir hätten eigentlich Dings, wir hätten ja eigentlich jetzt das Ganze, aber das Ding ist halt, wir bräuchten jede Menge Holz, jede Menge. Ich bin doof. Wir bräuchten jede Menge von dem ganzen Zeug. Wir bräuchten so viel Holz wieder. Ich will aber eigentlich das Reparaturbuch safe haben. Wenn Dave davon wüsste, dann, Digga, der wird durchdrehen. Der wird durch die Decke gehen, der Junge. Ich würde sagen, Polaris, was hast du heute schon da alles geschafft? Ja, ich bin ja hier richtig am Durchziehen und alles. Ich will ja schließlich auch mein Haus gebaut haben und dass wir unsere Sachen reparieren können. Ich meine, reparieren kann man das Zeug bei den Villagern, das ist kein Problem. Also, durchs Traden erstmal und dann, wenn es dann heftiger oder happiger wird, dann könnte man rein theoretisch zu einer Farm rüberwechseln. Ah, da muss ich sowieso... Hello. Oh, lol. Hallo, was geht? Mit dir habe ich nicht gerechnet. Hey, habe ich dich jetzt erschreckt? Tut mir leid. Nein, nein. Okay. Ich bin nur hier gerade am Livestream. Ich zieh gerade wieder auf der Witherkriegerinsel durch, dadurch, dass Dave immer noch verschollen ist. Oh, oh. Ja, ich glaube, der Bre... Ich glaube, der Bre... Nein, der wartet auf den Lieferanten, hat er mir geschrieben. Oh. Ja, ja. Der kriegt scheinbar ein Päckchen. Na, ich auch nicht. Nee, ich darf meinen Ofen wieder sauber machen, der zieht nicht mehr richtig.
Das geht mir schon wieder auf den Nerv. Ich glaube, ich probiere das jetzt aus. Was probierst du aus? Mit dem Holzbrett, ob das passt. Weil das wäre ganz witzig, weil dann könnte ich spielen und auf meinem Bett chillen. Oder ich mache einfach normal und sitze hier am Schreibtisch. Ey, du bist weg wie ein Brett. Muss ich aber jetzt alles abräumen und umstecken. Allein die Kabeltechnik bei mir zu verlegen, das war so ein Gefimmel. Ich hätte durchdrehen können. Das ist immer ein Gefimmel. Ich habe Kinderschokolade. Ich esse jetzt Kinderschokolade. Jetzt habe ich hier diesen scheiß Grundgedanken. Kinderschokolade machen alle froh, weil die Kinder gestorben sind. Für die Schokolade. Ey, Boris Schimmer. Das ist hier mein Stream. Achso. Mein Spaß. Junge. Das Kind auf der Verpackung freut sich auch mega, dass man seine Schokolade weg ist. Hast du schon mal von dem Joke mit Knossi gehört? Du weißt gerade nicht, welcher Joke. Es gab mal so bei Hungriger Hugo gab's mal so eine Videovorlage von ihm quasi, wo er einfach das Abbild von Kinderschokolade ist und alles. Dann hat aber jemand einen Joke gebracht, dann würden die aber nicht Kinderriegel heißen, sondern Schreiriegel. Oh mein Gott. Weil Knossi doch immer so rumschreit. Deswegen Schreiriegel. Dachte ich mir so, ja, wenn man's mag. Ja. Das sind einfach keine Kinderriegel, das sind Schreiriegel. Wer kennst du nicht, die Schreiriegel? Natürlich, im neuen Sortiment beim Edeka. Na genau. Haben sie neu reinbekommen. Müssen sie unbedingt probieren. Und dann so, wenn jemand die Packung aufmacht, kommt da so nur so ein Schrei raus. Ja, genau. Oh, bruh, da würde ich mir aber auch Gedanken machen. Da würde ich bei der Marke aber auch nicht mehr einkaufen, du. Ja. Wenn da plötzlich mir jemand entgegenschreit. Ja. Kinder so, die Eltern sagen dann so, dieses Produkt ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Ja, genau, es schreit einen an. Das ist hochgradig illegal. Ja, genau. Oh nein, ich kann das nicht echt. Ah, Leute, ich habe mein erstes Reparaturbuch gleich. Ja, Mann. Geil. Ich hab so lange an dem Villager rumgemacht. Nur um das zu bekommen. Ja, Digga, wo ist denn der? Ach, hier ist der. Wolltest du abhauen, mein Junge? Wollte der einfach abhauen, der Junge? Oh, lol. Mir fehlen nur noch 7 Emeralds. Dann kann ich traden. Dann habe ich mein erstes Manning-Buch und das kommt auf meine Schaufel. Dann kann ich einfach meine Schaufel wieder reparieren, während ich mit den Villagern trade. Bald. Geil. Ah, das Ding ist, die haben keinen Amboss. Die haben keine Ambuse. Das geht mir gerade schon wieder auf den Nerv. Ah. Wusstest du schon, okay, Chat, das muss ich, glaube ich, ausgeblendet sagen, wobei, ach, juckt doch eh nicht. Das Ding ist eh mein Kanal und ich kann ja machen, was ich will im Grunde genommen, solange es nichts Böses oder Ernsthaftes ist. Ja, solange es halt nicht gegen Twitch-Richtlinien geht. Ja, genau. Und zwar, Dings, Silvia hat einfach auch heute mal auf YouTube 2 Videos von sich hochgeladen, also... Ja. Ja, Minecraft halt. Okay, cool. Die hat es so hart gefühlt irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie es halt ankommt, weil das Ding ist, sie hat halt noch gar keine Reichweite und alles. Und okay. Auf YouTube ist es halt so, du musst eine gewisse Abonnentenanzahl und Stundensatz haben, dass du Videos über 15 Minuten hochladen kannst, glaube ich. Wie heißt sie denn? Auf YouTube? Ja. Ich habe mir das Video selber noch nicht angeguckt. Ich muss es mir selber noch angucken. Ah. Nee, ich will halt den Kanal wissen. Ja, ich weiß es ja noch nicht. Ach so.
Deswegen ja. Ich kann den Kanal. Achso, du weißt ja gar nicht. Ja, weil ich es mir noch nicht angesehen habe. Achso. Das muss ich jetzt noch machen. Achso. Ja, ja. Oder kann ich nicht schwind draufklicken und dann direkt Pause machen? Und dann mir sagen, wie der Kanal heißt. Ja, über Handy kann ich halt. Aber nicht hier, ich will das hier nicht im Stream machen halt. Also, ja, du weißt, wie ich meine. Also nicht hier auf dem Bildschirm. Ja, 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 alles gut. Nein, das nicht, aber mach's halt kurz übers Handy. Ja, ich mach. Auf YouTube oder so. oder so. Oh, sie schickt mir auch schon wieder. Sie hat mir schon wieder Sprachvideos geschickt. Von YouTube kann man viel lernen. Das stimmt. Also das hat sie jetzt geschrieben. Ja. Wo war denn ihr Video? Ich habe irgendwie Lust, Gitarre zu lernen, aber ich habe kein Geld für eine Gitarre. Interessant. Na ja. Komm, gönnen wir ihr. Ah, sie heißt genau, wie sie ganz normal auch heißt. Sie hat keinen speziellen Namen für YouTube oder Twitch benutzt. Für YouTube, Heiland! Was für Twitch, Alter? Ich bin auch so Twitch, Alter. Ich bin zu sehr von Twitch besessen, so ein Ding. Oder ich bin heute komplett plemblem. Das könnte auch sein. Sucht euch raus, Chat. Du weißt ja ihren zweiten Namen ja inzwischen. Das musst du ja nicht mehr sagen, oder? Ja. Ja, gut. Ich muss mal jetzt auch nachher schauen, und das geht auch halt an die Zuschauer von YouTube. Ich muss mal nachher gucken, ob ich das vielleicht dann hochladen kann, wenn ich Bock drauf habe. Also auf gut Deutsch gesagt, dass ich das mit einem, ja, planmäßig quasi hochladen lasse, die Stream-Highlights von heute. Muss ich schauen, ob es geht. Wenn es gehen würde, würde ich es führen. Weil dann könnte ich rein theoretisch das für einen anderen Tag nehmen, sozusagen. Dann hätte ich schon vorproduziert, dann muss ich nicht so viel produzieren. Habe ich irgendwas verpasst? Dave, Rudi! Was geht? Servus. Sag mal hallo. Eigentlich sag mal hallo zum Chat. Nochmal. Also ich gebe dir kurz Zusammenfassung. Jo. Ich habe jetzt 2,5 Stunden an Bot rum. Weil der Bot nicht so wollte, wie ich will, und deswegen jetzt funktioniert er nicht. Oh, mal wieder. Ich dachte, du wartest auf ein Paket. Nee, mein Essen kam vorhin schon. Nur ich habe währenddessen noch an meinem Bot gearbeitet. Ah! Schick dir mal was. Ich habe aber eine gute Neuigkeit. Mhm. Wir haben jetzt einen Mending Villager. Das ist gut. Junge, wenn du wüsstest, wie lange ich davor gestanden bin und den zusammengerüppelt habe und alles. Ey. Junge, der hat so Theater gemacht. Außerdem habe ich jetzt bei einem Preis, nee, bei zwei habe ich Preis nach oben gedrückt, also weil ich den einen außersehen mal geschlagen habe. War aber nur außersehen, aber es ist nicht der Mending Villager auf jeden Fall und auch nicht den ich zum Train benutzt habe. Das war der, wo, weißt du, das war dieser, wie heißt er? Der Büchler. Ja. Den habe ich mit Sticks getradet, alles mögliche, und dann habe ich eben vorher noch den Mending Villager gemacht. Okay, okay. Cool, jetzt habe ich einen Mending Book. Aber ich habe keinen Amboss. Passt schon. Weißt du, was ich dir zutrauen würde? Was? Dass du mir einfach irgendwie irgendwann mal in der Zukunft Geld donaten wirst, nur damit ich länger wach bleiben muss. Das würde ich dir zutrauen. Ja, mal gucken. Warum erzähle ich ihm das überhaupt? Weil das Ding ist, das steht sogar heute im Titel, ich hasse es. Ja.
Warum erzähle ich ihm das auch noch? Was ist nur mit mir? Ich schwör dir, ich habe keinen Bock mehr, blauen Farbstoff zu farmen. Warum? Das ist so aufwendig. Du kriegst nur blauen Farbstoff auf zwei Wegen. Du kriegst es entweder nur, wenn du es durch Blumen besorgst oder durch Lapis. Und das ist das Problem. Das kotzt mich an. Ja, aber du kannst ja auch einfach Blumen mit Knochenmehl vermehren, also so ist jetzt nicht. Ich habe aber kein Knochenmehl, ich habe kein einziges Skelett bis jetzt hier gesehen. Stark. Könnte aber auch sein, weil ich öfters mal wieder in mein Bett geflüchtet bin. Habe ich eigentlich schon Kohle? Ich muss mal gucken, ob ich in meiner Truhe Kohle habe. Könnte ich das Eisen hier wenigstens schon mal brennen? Ja, ich bin hier schon richtig in der Warmlaufphase und alles und hab hier schon so richtig reingetryhardet. Extra um den Mending Villager reinzukriegen. Da siehst du mal, was ich alles mache. Kollege Schnürschuh. Ich könnte dir einen Code schicken, den könntest du einfach für den Discord-Channel benutzen, der automatisch zu jedem Besucher etwas Bestimmtes macht. Hä, was Bestimmtes? Beispielsweise, er schreibt dir privat irgendeine Nachricht, danke, dass du gejoint bist, oder er schickt irgendwas, oder weißt du? Das hab ich doch schon, Dings. Okay, nicht privat, aber halt im allgemeinen Chat. Ja, daran sitze ich gerade. Oder du gibst zum Beispiel, ich sag mal, du gibst den Befehl dahinter, ich sag mal, Badezimmer, und dann kommen so bestimmte Sachen zu denen. Ich wollte mal was ausprobieren. Was? Ich muss mal gleich probieren, ob das funktioniert. Alt F4? Oh, scheiße! Ich dachte, der Befehl funktioniert anders. Mann. Nee. Ich dachte, damit kommt man in die Cam-Ansicht. Scheiße. Das ist in Craft Attack so. Ey, Jit, fronte mich hier jetzt nicht. Ey. Ich hätte hier gleich von Jit gefrontet. Stark. Nur weil ich den falschen Befehl genutzt habe. Das finde ich nicht okay von dir, Jit. Ich habe nichts getan. Kannst dir was anderen fronten, aber nicht mich. Das Ding ist, ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Ich habe es nur ausprobiert. Ich habe nichts Falsches gemacht. Das Schlimmere wäre, wenn ich X-Ray benutzt hätte. Ah, das macht auch keinen Spaß, wenn man X-Ray benutzt. Ich wollte mir jetzt eigentlich einen Ofen machen. Oh Gott, wie hieß denn das? Die ist schon so langweilig, oder? Was, ich? Ja. Nee, der Bot will gerade nicht so, wie ich will. Oh, hier wäre noch Kohle. Die nehme ich gerne mit. Diese Mucke dazu, echt. Vor allem, ich werde dann einfach nur von Jit noch gefrontet, nur weil ich gerade diesen Fehler begangen habe. Also, ehrlich. Alter, das ist ja wohl nicht mehr legitim. Wobei, bei Jit weiß ich auch nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Es könnte auch sein, sie macht mal so diesen Move und dann donatet sie nur so 1 Euro und dann müsste ich 10 Minuten länger streamen. Das wäre es. Und dann so immer nur so 1 Euro kommt so reingeflattert und alles. Und dann, keine Ahnung, irgendwann so haben wir schon über 100 Minuten und alles. Sind einfach schon eine Stunde und 40 Minuten. Okay. Na, Digga, das wär's noch.
ich glaube, Shit ist schon wieder weg. Ich glaube, das hat die gar nicht realisiert. Alles gut. Ich bin in Sicherheit. Wobei, bei Dave weiß ich nicht. Dave könnte ich mir auch vorstellen, dass er so einen Move macht. Was für ein... Was für ein Move? Ja, dass ich noch länger streamen muss. Oh nein. Warum habe ich meinen Mund aufgemacht? Ich guck erstmal. Ja, zwei Möglichkeiten hast du. Hier, ho. Ah, hast du Glück, ich hab auf dem PayPal nichts mehr drauf. Ha! Perfekt! Ach, der ladet demnächst noch was auf und da muss ich was. Warte, eine Donation? Oder nur, also zum Beispiel ein Sub bei 10 Minuten? Nein, eine Donation. Ah, okay. Ja, da schicke ich dir nur so 100. Achso, reicht ist ja keine, aber ich ziehe auch schon weiter. Euch dreien viel Spaß. Danke, Jet. Jet, wir müssen mal wieder Genshin zusammenspielen. Das habe ich nicht vergessen. Nur damit du es weißt. Ich glaube, du kannst bei mir doch gar keine Bits, Dings donaten. Das geht doch gar nicht. Lass mich mal gucken. Wenn dann hast du gleich 100 Bits verschleudert. Na, mal gucken. Mal deine Minecraft-Freunde haben mehr Zeit. Ey, Shit, aber wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile lang. Stempel das mal nicht so runter. Ja, damit du da Bescheid weißt. Du kommst da aus der Sache nicht so leicht raus. Geht safe nicht, oder? Zumindestens habe ich dafür... Ich gucke jetzt gerade aus. Dafür habe ich kein Goal erstellt. Zumindest. Da hast du 100 Bits gleich für umsonst verzündet. Nee, wie es aussieht, funktioniert nicht. Okay. Gebt mir nicht ums Runtermachen. Ich bin viel beschäftigte Person und die anderen haben mir mehr Zeit. Ist wie es ist. Weiß ich ja nicht, Shit. Weiß ich nicht. Das Ding ist, ich kenne dich. Du bist eine Frau, die Minecraft sücht. Was für Minecraft, Alter? Genshin. Die Genshin süchtig ist. Ich kenne dich. Du spielst jeden Tag Genshin. Ich kenne dich. Das hast du mir schon erzählt. Irgendwann wirst du schon Zeit finden. Das nehme ich dir nicht ab, dass du jetzt, keine Ahnung, nicht irgendwie mal Zeit hättest oder so. Also das nehme ich dir nicht ab. Ja, aber morgens um 6. Ja, keine Ahnung, vielleicht findest du ja abends irgendwann auch mal noch Zeit, wer weiß. Kann ja sein. Allerdings hast du da so eine Zahlmöglichkeit bei dir gar nicht eingerichtet, dass du das von deinem anderen Konto rüber auf PayPal ziehen kannst, oder? Doch, ich habe eigentlich gerade gewollt, das rüber zu überweisen. Boah. Ich zieh's mit den ganzen Tag runter, das nervt. Ja, das Ding ist, das würde eh 2 Werktage dauern, also wenn dann in meinem nächsten Stream würde das erst gehen. Kannst du ja irgendwann machen oder so, wenn du Bock hast. Ich bin so in 5 Minuten da, ich muss kurz den Kollegen anrufen und ihm was erklären. Okay, mach das. Jo, bis gleich. Ich bin erstmal weg, aber vielleicht komme ich um 9 Uhr kurz rum. Ja. Um 9 Uhr. Ja. Wenn du Bock hast,
gerne, aber wir müssen auch nicht. Wenn du eher dein Ding machen willst oder eher pennen gehen willst, dann ist das ja deine Sache. Also möchte ich da jetzt nicht unbedingt auch dazu zwingen oder sonst irgendwas oder irgendwie arschig rüberkommen damit. Weißt du? Nicht, dass das so rüberkommen sollte oder sonst irgendwas. Moin, bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Hab mich schon gewundert, wo du abgeblieben bist. Bin schon noch da, ich war noch zu. No, ich glaube, das ist jemand müde. Nein. Ja, ja. Auch, aber. Ja. Ja, auch. Das hat alles scheiße. Ich hab keinen Bock mehr drauf, aber. Switch halt machen, wa? Du einfach komplett durch heute, oder? Ja. Geht mir aber nicht anders. Schon seit fast 10 Jahren dort total durch. Na, was soll ich sagen? Hast du es jetzt, Dings, hast du es dir angeschaut, oder? Nein. Hm. Ich finde sie nicht. Und ich finde sie nicht auf Dings. Sonst warte ich schon mal, ob ich Link machen kann und dir schicken kann. Ja, jetzt kein Stress, ich kann sie auch gerade selber fahren. Ich hab sie auch gesagt. Hat sich voll gefreut. Wieso? Oh, ich hab geweint vor lauter Freude. Gerade ein paar Tränchen und so. Hat sie gerade geschrieben? Ja. Ah, wie cute. Wie cutie. Ja. Und schon wieder 10 Emeralds, jetzt läuft's. Gut, gut. Ich schau grad mal, sie hat mir gerade auch geschrieben. Ja, ja. Was? Ist das nicht toll? Also, wir sind doch immer vorhin, wenn Oh nein! Den Golem vereisen, mach ich gleich. Ja. Sie. Und. Ah ne, ich kann... Ja, wie soll ich den Golem töten, Dave? Bitteschön. Ich hab kein Schwert, falls du es vergessen hast. Ich hab kein Schwert. Ich hab alles Netherite, aber ich hab kein Schwert. Erstmal aufs Maul geklatscht. Eieieiei. Oh, Junge, Junge. Es wäre ja witzig, wenn ich noch länger machen müsste, aber ich glaube das nicht. Das würde keiner einfach so machen. Ich sollte aber vielleicht auch nicht zu laut schreien, ansonsten passiert das und ich denke mir nur so, okay, ich habe mich wieder gehört. Ich sollte vielleicht am besten ruhig sein. Ansonsten passiert es halt wirklich noch. Aber es ist auch schon wieder krank, was ich heute für eine POD hatte, als ich die erste Folge von Fortnite Lego hochgeladen habe. Wie die VOD bis jetzt ist, also schon krass. Also manche Leute feiern das ja richtig hart ab, also krass. Ich dachte erst so, ja okay, das kommt gar nicht bei den Leuten an und dann so paar Stunden später... Direkt erstmal, ich glaube, das Video hat bis jetzt 25 Klicks. 25 Aufrufe gezogen.
Was war denn das gerade? War das eine schwarze Katze? Oh, bin ich doof. Das ist gerade hier irgendwas übers Feld geflitzt. Was war das? Hä? Unheimlich. Also ich glaube, es war eine Katze, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, du hättest mehr Aufrufe und mehr Reichweite verdient. Weil ich finde, du musst deine Sachen, was ich manchmal ab und zu, wenn es mich halt interessiert, das Thema, ab und zu ja auch guck oder ab und zu mal reingeschaltet habe, und irgendwann aufgehört habe zu gucken oder wie auch immer. Und ich finde, dass du echt das klasse machst und auf der anderen Seite, okay. Dass ich das total klasse finde, wie du es machst und dass du das so durchziehst und ja, und ich hoffe, dass du irgendwann dann auf jeden Fall groß wirst, vielleicht so Richtung ähnlich wie Paluten zum Beispiel, aber auf jeden Fall eine Million vielleicht hast, das wäre ein cooles Ziel oder 10.000 wären auch total geil oder so, also auch wenn es kleine Steps sind, du weißt, was ich meine, auf jeden Fall würde ich mich total freuen dann für dich. Und ja, also auf jeden Fall. Du würdest dich freuen, wenn ich die 1.000 Abonnenten knacken würde. Ja, also auf meinem YouTube-Kanal habe ich das ja schon geschafft, tatsächlich. Ja, das habe ich ja schon mitbekommen. Ich meine, aber weißt du, dass die halt einfach mehr Geduld halt. Einfach mehr Leute da. Oder auch Leute mal noch schreien, weißt du, als Ding. Ja, ich denke eher so, das ist jetzt Richtung Weihnachten, eher so dieser Stress und alles. Ich wurde letztes Jahr von einem Kollegen tatsächlich, von einem Kollegen, dem sein Account, der hat einem Kollegen seinen Account ausgeliehen und alles. Also, das war jetzt einfach nur so ein Junge, den ich aus FN kannte und alles, so wie man es halt kennt. Und das Ding ist, der hat einfach einem anderen seinen Account überlassen. Dann hat er mir in den Stream reingeschrieben, was das soll, dass ich an, an Silvester, sozusagen, ja, alleine, alleine bin und noch dazu, warum ich denn dann streamen würde und alles. Habe ich halt nur so darauf hingeschrieben, ja, dass es halt nicht alle so haben, dass die Familie bis Mitternacht oder länger wach bleiben. Und dass die dann halt sozusagen dann ihren Stuff da machen und alles und dann quasi mit einem Silvester verbringen sozusagen. Das machen nicht alle Familien. Manche sind da halt auch so oder wissen nicht wohin und alles, so wie es mir geht und so. Aber das Ding ist, es ist auch kein Problem für mich oder so. Ich fand's halt schon etwas traurig so. Ich saß da alleine und alles. Nur ein paar Zuschauer, die mit in den Chat geschrieben haben, aber ich dachte mir jetzt nicht, okay, ja, es ist jetzt so schlimm, als ob ich jetzt gleich Sehnsucht hätte oder, keine Ahnung, heulen müsste oder sonst irgendwas. Aber, ja. Es ist auch nicht unbedingt der Weltuntergang. Sagen wir es mal so. Ja, okay. Ja. Nee, ist es auch nicht, aber ich meine trotzdem, weißt du, wie geil, also ich finde es trotzdem toll. Oh, Spirit! Ja, es gab halt dieses Jahr auch mal für mich manchmal so Tage, da hatte ich Aussetzer, da habe ich überhaupt nichts hochgeladen, einfach weil es nicht ging. Ja, das gut ist ja auch kein Problem. Hey, die Auflaufform habe ich auch. Der Typ hat die Auflaufform wie wir. Nee, das ist doch. Doch, das ist eine Auflaufform. Aber der hat ein Gitter mit drin. Witzig. Geschmolzener Honig und Barbecue-Würfel so zusammenmixen und dann damit die Schwarrips einpinseln. Weiß ich ja nicht. Interessant, und dann abziehen einfach. Speichere ich nochmal ab. Ich glaube, ich mache mir die Rippchen und so, aber ja. Der Flügel wird aufgeschnitten. No, ich hab bald einfach Dings, ich hab schon bald das zweite Mending-Buch. Cool. So hart habe ich schon getradet. Ich hab jetzt irgendwie auch Lust, ein bisschen Minecraft zu spielen, aber irgendwie
Auch nicht, ich weiß gerade nicht, wo ich los bin. Oh, ich bin eigentlich, ich bin langsam auch so richtig reif für die Inseln, also langsam könnte ich auch aufhören. Ja, ich kann heute nicht mehr schreiben. Ach, Chat, ich chill jetzt hier ein bisschen nur. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich nächstes Wochenende entweder Lego Fortnite oder ich schaue mal, oder Genshin wieder, habe ich mal wieder Bock drauf. Ja. Cool, cool, wäre mal viel Glück. Ich muss auch gucken, wann ich nächstes Wochenende live gehe, weil ich will eigentlich noch das die Woche so machen, dass ich das mit denjenigen, wo ich ja jetzt gesagt habe, dass ich das jetzt unbedingt klären will, dass ich das berede, wann wir uns dann nächstes Wochenende treffen und dass ich das aber ohne den Stream mache, weil ich nicht will, dass das so festgehalten wird. Ich sag das dann nachträglich nochmal in einem Video für meinen Zuschauern, halt die da auf dem Laufenden, wie das Ganze ausgegangen ist. Ja. Aber ich sag ganz ehrlich auch an meine Zuschauer jetzt, egal auf Twitch, auf YouTube, ist gerade egal. Wenn es darum geht, dass sagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf, dass wir wieder in irgendwelche Differenzen reinkommen oder sonst irgendwas, sage ich, actually, ist völlig fein für mich, dann soll er bei mir aber auch nicht mehr auftauchen und irgendwie rummucken, weil ich fand das letztens so unnötig. Also, auf jeden Fall, ja. Und das ist halt dann einfach ein Fakt, daran muss er sich dann halt auch einfach halten, weil ansonsten hat das ganze Gespräch dann für mich keinen Sinn gehabt in dem Sinne. No. Aber warten wir mal jetzt ab. Ich will nicht noch zusätzlich Benzin ins Feuer kippen. Wir werden sehen, was nächstes Wochenende wird. Also ich werde da privat mit ihm reden und alles und nur ein Kollege von dem ist halt noch mit dabei. Aber ja, mehr haben wir dann auch nicht in dem Sinne vor, weil das Ding ist halt, wie schon gesagt, ich will das eher mit dem privat klären, einfach damit das Ganze einfach mal vom Tisch ist, ich wieder ganz normal hier weitermachen muss, ohne Bedenken zu haben, okay, ja, der Typ kommt halt jetzt wieder mit seinen ganzen Freunden da an und macht wieder so einen Rabatz und alles, und das muss ich ehrlich nicht haben, vor allem nicht um die Jahreszeit. Habe ich keinen Bock drauf. Das ist gut so, ja. Okay, gut, ich gehe jetzt mal. Ich klick mich mal aus. Man merkt schon auch, dass du richtig müde bist und wirklich fertig bist. Okay, dann ciao, ciao. Jo. Bis irgendwann oder so, man hört sich. Jo, auf jeden Fall. Haust da rein. Jo, du auch. Ciao. Ciao, ciao. Die einzigen, die momentan noch großartig da sind, sind einfach Dave. Jit vielleicht und ja. Sonst eigentlich großartig niemand wirklich mehr. Ja. So ist das. Jetzt kann ich einfach demnächst das nächste Mending-Buch einfach einkassieren. schon zwei Mending-Bücher und ich brauche immer noch ein Dings. wartet mal. Mir hat jemand was geschrieben. Oh, lol. Na gut, Chat, ich bin mal eben weg. Ich schreibe aber noch ganz kurz Dave in den Call, dass ich weg bin erstmal. Ich bin hier.
So, ich hab's ihm reingeschrieben, einfach nur fürs bessere Verständnis an der Stelle. Einfach, dass da nichts unklar ist. Aber dadurch, dass ich auch manchen Dingen nicht traue hier, gehe ich jetzt einfach zu mir ins Haus oder gehe so lange in ein Villager-Haus. Einfach, dass ich meine Ruhe hab. So, ich gehe hier einfach hin und gut ist. Also dann bis gleich, Chat. Ich bin gleich wieder da. Thank you.
Blau ist gar nicht da. Blau ist. Wenn wir einmal Polaris brauchen, ist er nicht da. Klaus ist nicht.
Beast. Hey, Luca. Jägermeister! Thank you.
Der Junge ist halt immer noch AFK. Was? Scheiße. Du hast reingeschissen. Scheiße. Scheiße und Dreck. Scheiße Dreck, ja. Nette, gut, ja. Ich hab schon einen Mending Book. Mending Book, jo. Oh. Und der Stream wird heute pünktlich aufhören. Wetten? Was? Wetten? Was wetten? Dass er pünktlich aufgeht. Das Ding ist halt, dass ich hab nur noch gleich 1 Stunde 40 auf dem Timer. Ja, das kann man ändern. Dave, du kleiner. Du kleiner. Will er hier die Tour schieben? Ja, du kannst nichts machen, du hast nichts auf deinem PayPal-Konto. Du hast nichts. Jetzt hab ich dich ohne verarscht. Vielleicht hab ich noch 15,47 €. Nee, hast du safe nicht. Safe nicht. Also, man könnte ja so aus 1 Stunde 40 so 9 Stunden 30 machen. Das glaub ich dir nicht. Ich hab wirklich noch 15 Euro drauf. Was? Ich hab wirklich noch 15 Euro drauf. Du wirst den Stream sowieso nicht verlängern. Ja. Weil ich dich kenne. Nicht heute. Weil heute nicht Wochenende ist. Ja. Wochenende würdest du das mal eben abziehen. Du tust 15 Euro donaten und pro Euro muss ich 10 Minuten länger machen. Ey, ich mach das einfach so am 22. Dann zieh ich so, dann tue ich dir so immer 1 Euro oder so 10 Cent zu spenden, damit du dann über Heiligabend live sein musst. Könntest du ja machen, wenn du Bock drauf hast. Na gut.
Ja, Dings, also ich wäre noch am 22., das wäre ja der Freitag, ne? Oder? Oder bin ich lost? Der 22. ist doch der Freitag, oder nicht? Ja. Ja, da wäre ich noch live. Also das wäre der letzte Tag, wo ich live wäre. Bevor ich dann Urlaub mache. Aber du chillst noch auf Discord, oder? Ja, natürlich. Okay. Ja, während der Zeit chill ich schon noch auf Discord. Ich werde auch am Neujahr auf Discord chillen. Entspannt, entspannt. Weil das Ding ist, ich habe eh nichts zu tun. Ja. Den Tag über verbringe ich mit meiner Family und abends bin ich dann hier. Jo. Ja, und halt mit Lernen und alles. Dies, das, Ananas. Eine Freundin hat mir heute, hat mich heute gefragt, ob ich mit ihr Fortnite spielen will. Nein! Lies mal das, was ich dir gerade geschrieben habe. Ja, warte, dann muss ich kurz den Stream wegmachen. Weil so heiße ich in Fortnite. Ich glaube, sie will nicht, dass ich ihr eine Anfrage schicke. Ja. Ja, Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft, dass ich so ein Fortnite jetzt heiße. gut. Tja, du bist so dumm. Ich glaube, ich glaube, Lego Fortnite kommt richtig gut bei den Leuten an. Kann sein. Jo. Ich habe darauf schon 25 Klicks, könnte aber jetzt inzwischen auch schon wieder mehr sein. Keine Ahnung. Was? Allerdings einer von diesen, ich hatte schon mal so einen Titel drin quasi und einer von diesen Prank Bros war einfach drin. Und hat so gesagt, also pro Donation und alles, ne? Habe ich so gesagt, ja, warum und alles. Ich glaube, Digga, aber der Typ, einer, der ist dann direkt wieder gegangen, hat nur so gesagt, ja, danke, dass du unsere Videos schaust, also pro Donation, würdest du dann etwas länger machen. Habe ich so gesagt, ja. Und der Typ, Alter, direkt 2 Minuten später Rage Quit, Alter, ist erstmal weg. Stark. Habe ich mir so gedacht, Digga, du gibst auch niemandem was zurück, ne? So ein Knecht. Ich habe 2 Mending-Bücher. Yay. Entspannt, entspannt. Kommst du eigentlich heute auch noch, du Knecht? Weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Weil ich heute sehr trostlos unterwegs bin. Dave, denk immer an den guten Jungen. Weißt du, was ich mir heute angeschaut habe? Was? Diese Einsprüche da und diese 3 Videos, aber da hat auch noch jemand drauf reacted vom Durchfall, Mann. Durchfall, Mann. Ja. Warte, gibt's das auf Spotify? Durchfallmann. Glaube ich nicht. Popo und Fart gibt's hier. Was ist denn das? Das ist nur so ein Aufnahmepart, wie jemand die ganze Zeit ins Mikrofon furzt. Aber dann glaube ich auch nicht, dass es auf Spotify Ach, du Scheiße. Was? Was? Das ist ein sehr interessantes Lied, das ist ein sehr interessantes Lied. Oh nein. Ich will's nicht hören. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's nicht wissen. Ja, also letztens dieser der eine, ne? Also der eine, der mich da geratet und auch gestreamt hat, dieser Jonas GHG, ne? Ich habe mir letztens mal ein Video von dem und seinen Kumpels angesehen, Digga. Ich war sehr verstört. Die haben halt wirklich nur Fortnite gespielt und haben da die ganze Zeit rumgeschrien. Ich meine, ich find's nicht schlimm und alles. Ich meine, können die ja machen, aber das Ding ist, man sollte sich vielleicht auch beim Stream etwas drosseln. Ja. Weil das Ding ist, du kannst nicht die ganze Zeit rumschreien wie so jemand.
Also rein theoretisch geht's schon. Ja, aber du kriegst halt irgendwann einen epileptischen Anfall oder so. Mm. Oder sonst irgendwas. Ich weiß ja auch nicht, ob das so richtig kickt, weißt du. Du kannst auch einen Anfall bekommen, wenn du eine Überdosis von Energy hast. Könnte man. Aber ich trinke das auch nicht. Empfehle ich doch nicht. Also ich trinke keine Überdosen davon. Warum auch? Täglich, bei mir. Das ist nichts Neues für meinen Körper. Wie geht das? Ja. Wie schon gesagt, auch meine Freundin hat letztens aufgehört, Energy zu saufen. Gott sei Dank. Warum Gott sei Dank? Man könnte schon sagen, das war bei ihr ein bisschen schon eher so Suchtverhalten, aber das Ding ist, es ist in Ordnung. Das ist das Gute, bei mir kommt keiner ran, weil ich Maximum ausgelevelt bin. Das ist echt schlecht, eigentlich, wenn man es nimmt. Nur das ist die einzige Sache, worauf ich gerade in meinem Leben drauf stolz bin. Das ist das Traurige. Erstmal mal Overwatch. Jetzt zockt der Overwatch. Ja, ich hab's mir heute mal installiert, weil es ein Freund mir empfohlen hat. Noch nie gespielt? Gerade fertig installiert, also mal Overwatch. Ich hab's damals mal, vielleicht ein, zwei Runden mal damals gezockt, aber dann war ich auch wieder weg. Und? Hm? Wie war's? Viel zu viel Sprayer. Ja, wie... okay, aber das ist irgendwie in jedem Game. Dings und noch dazu, haben Dings, ich habe wirklich damals nur noch Runden bekommen, wo dieser eine Typ da spielt, der dich mit seiner Kette haut und ranziehen kann. Der ist so nervig. Der kann dich halt gefühlt die ganze Zeit hauen und alles mit seiner Kette. Und muss nicht sein. Das ist so nervig. Ich habe mir nur so gedacht, das ist so unnötig. Ah, Leute, meine Kreativität ist auch nicht gerade so die beste. Aber ich will jetzt heute auch nicht mehr switchen, die Kategorie, weil ich habe heute jetzt schon den Titel reingeschrieben. Ja, ich zock heute Minecraft ganz normal. Aber irgendwie habe ich so den Eindruck, ein paar Leute sind wahrscheinlich schon pennen gegangen, weil manche morgen wieder, ihr wisst schon, arbeiten müssen oder zu tun haben, Schule, sowas. Whatever. Whatever. Ich denke allgemein ist es Sonntag nie viel los. Freitag geht's so richtig Party-Wave los. Ja, Freitag, Samstag oder Sonntag geht halt alle früh ins Battle. Jo. Den Kater ausschlafen. Das beende. Hauptsache ich gesaufen, Digga. Spaß. Morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Hahn muss laufen. Ich weiß nicht gerade, ich weiß auch gerade irgendwie nicht, was ich machen soll. Ich laufe hier in der Gegend rum und denke mir so, Bro, eigentlich würde ich ja gerne in eine Höhle gehen, aber zu hohes Risiko, dass ich wahrscheinlich sterben werde. Weiter, warte. Mich warten. Was? Ich kann dir doch immer, Bis? Ich überlege gerade, wie ich es formuliere am besten. Was? Du weißt ja, für viele, also für manche Leute ist ja Content immer so ein Problem. Ja. Und du kennst mich ja, ich habe ja immer meine Möglichkeiten. Und da kannst du auch immer Content haben. Was soll das jetzt heißen? Was ist das für eine Definition? Ha! Junge, er hat nichts Besseres zu tun. Hab ich auch nicht. Junge, das ist so ein Spaten. Das ist das Gute. Deswegen habe ich gerade nochmal Twitch aufgemacht, damit ich sehe, wie du dann stirbst. Nur der Stream ist halt so verzögert, dass du immer noch nicht verreckt bist. Ich kann halt nichts machen, was soll ich machen? Früher sterben. Es liegt nicht an mir. Ich glaube, du kannst in den Stream-Programm einstellen, wie der Delay sein soll. Kann sein.
Aber ich habe das eigentlich nur auf ein paar Minuten eingestellt, also wenige Minuten. Ein paar Minuten? Der Durchschnitt liegt, glaube ich, bei 10 Sekunden. Ja. So. Jetzt nochmal denselben Spaß. Ach, Digga, du bist so hobbylos. Na, okay, ich gehe schon mal, Robots. Piss. What? Was war das gerade? Ich hab diesmal nichts gemacht. Irgendwas hat gerade gepiept und ich hab nicht gewusst, was. Hä? Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich dein Mic. Nein, mein Mic piept nicht. Dein Kopfhörer. Nein, auch nicht. Was ist dein PC? Mein PC schnurrt leise wie ein Kätzchen, wenn ich Minecraft spiele. Dein Gehirn. Digga, gefühlt inzwischen, das war letztens mal so gewesen, als ich bei uns auf den Server gegangen bin. Mein Rechner hat sich angehört wie ein Düsenjäger. So hört sich das an, wenn ich COD mit Ultra-Einstellung starte. Da geht gar nichts mehr. Also, da muss ich wirklich mein Fenster aufmachen, weil ich sonst hier eine Hitze im Zimmer habe. Ich nicht. Gar nicht. Ich bin sehr froh. Ich hab's eher gerade zu kalt. Weil mein Dings war ja leider mein Ofen nicht gescheit heizt. Dadurch, dass er gerade nicht zieht. Wahrscheinlich, weil wie das Ofenfallrohr verstopft ist. Das Ofenfallrohr habe ich auch noch nie gehört. Ich sag's halt so. Anhalten, bestätigen. Englisch. Der 22. ist aber erst übernächste Woche. Jo. Nur damit das so ist. Habe ich jetzt überhaupt meine Adresse geschickt? Ich weiß gar nicht mehr. Adresse hast du geschickt, aber nicht vollen Namen. Gut. Ah, okay, ja, sorry. Ich war gestern neben der Spur. Ich bin heute neben der Spur. Warum? Ich hab dir das vorher schon geschrieben. Du weißt warum. Achso, ja, alles gut. Na, ja, ich weiß nicht, was mit mir falsch ist. So, richtig so, oder? Schmier ab. Ja, müsste richtig geschrieben sein. Wenn es nicht, schiebe ich es auf Discord. Ich krieg keinen blauen Farbstoff her, ich kann kotzen. Da könnte ich wenigstens mein Haus weiterbauen. Roter Farbstoff, kein Problem. Blauer Farbstoff, schwierig. Hätte ich wenigstens irgendwas zu tun und würde nicht hier halb in der Gegend rumschimmeln. Schau mal in dein Inventar. Was soll das sein? Da ist nichts. Eigentlich habe ich dir gerade was gegeben. Nö. No. Hier ist ja auch nicht. Ist gerade dein Inventar frei? Ja, ich habe noch ein paar leere Slots. Hey, eigentlich müsste es funktionieren. Jetzt. Wollte gerade sagen. Was hast du bekommen? Lapis. Blöcke oder Dinger? Blöcke. Ist so. Okay, aber eigentlich habe ich dir Lapis Lazuli gegeben. Deswegen. 33 Lapisblöcke. Viel Spaß. Ah, werde ich haben. Das hoffe ich. Das Einzige, was ich mir noch machen muss, ist Kiesfarben. Ja, das. Aber das mache ich mit meiner Steinschaufel, weil das Ding ist, meine Netherite-Schaufel ist schon auf gelb. Ui, nicht gut. Die will ich nicht noch weiter treten. Treten. Ja, ist so. Na, Kollege. Weißt du, was jetzt noch so random wäre? Zwei Minuten bevor der Timer abläuft, fällt noch jemanden ein, der kommt hier in den Stream und donatet einfach 10 Euro, Digga. Ja, 100. Erstmal so für die nächsten 3 Tage live sein. Entspannt. Ja, nee, das zählt ja nicht. Achso, stimmt, du hast das auch Donation nicht. Du könntest aber eigentlich machen, so pro Euro. Achso.
Ja, da würde ich aber allerdings, dann würde ich aber rein theoretisch müsste ich dann tagelang durchstreamen. Weil es aber auch Geld verdient. Ja, schon, aber auf der anderen Seite, ich kann ja nicht. Weißt du? Mach's einfach mal in den Ferien oder wenn du Urlaub hast. Ja. Sowas vielleicht. Ach, Dave. Kurz gedacht, du wärst meine Mutter. Die sagt doch immer so. So. Was? So, ach. Ach du Scheiße, Kind. Als ob ich deine Mutter wäre. Oh Scherbenz. Gott. Das ist ja gar nicht gut, glaube ich. Oh, Junge. Steh so in deinem Zimmer. Dave, räum dein Zimmer auf! Nee, das ist ja voll entspannt, sowas sagt sie nicht. Höchstens sieht wieder wirklich aus wie eine Gulaschkanone. Ey, Dave. Ne? Stell mal vor, ich würd einfach zu dir kommen, Alter, und dann so, oder nee, ich wär so deine Mutter, Digga, das wär's. Dann Ah, weiß ich nicht. verstöre ich dich wieder. Dann bin ich wirklich verstört. Ja. Nach darf ich verstört sein? Ich hab mal so was Dummes gesehen. Da hat einfach jemand Folgen von Pokémon hochgeladen, ne? Die ersten vier Folgen, also die ersten vier Folgen quasi. Aber der hat die mit anderen Sprachgebrauch reingehauen und alles. Ah, Wo die shit, dude. Digga, das war so verstörend. Bisschen Schweizer Deutsch ist gar nicht schlimm. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich kenne sowas, das da das glaube ich mit Family Guy gemacht. Also Schweizer Deutsch genommen. Nee, das war nicht der Fall dort. Na, so. Aber weißt du, das Ding ist das Pikachu. Das hieß nicht Pikachu, das hieß Pika Pika Chuchu. Und weißt du, was das Schlimmste war? Was? Man hat Misty einfach so zu so einer Perversen gemacht. Und Ah, weiß ich jetzt nicht. Ash Ketchum, der hieß nicht mehr Ash Ketchum, der hieß Arf. Perfekt. Schlimmste war sogar noch das, was Misty gesagt hat. Hat sie gesagt. Oh, warte, ich schreib's dir. Wobei, ist doch eh hier FSK 18, glaube ich, eingestellt. Weiß Passt schon. Dein. Scheiß auf Kinder, die müssen eh irgendwann verstört werden. Oh, Junge. Nee, der Dings, die hat dann einfach nur so ganz stolz noch gesagt: Irgendwann, Dings, dein Arsch gehört ganz allein mir aufcatchen. Oh. Ei, weiß ich jetzt nicht. Schlimmste war einfach sogar noch gewesen, ob Dings, das Schlimmste war sogar noch, wie Team Rocket dann hinterher benannt worden ist. Die hießen nicht mehr Team Rocket, die hießen Junge. Hey, Kognak, komm mal her. Oh. Cocknack. Die hießen dann Team Cocknack. Nein. So kann man eine Kinderserie auch kaputt machen. Ja, gar keine schlechte Idee. Vor allem das Pikachu ist so richtig unnötig. Das Ding ist, das würde Pikachu niemals sagen. Der hat da damals immer nur Pika Pika gesagt. Und das Ding ist, der hat einfach noch so gemacht, dass das Pikachu sogar noch reden kann. Hey. Und bauen sie dafür aber nicht.
Und das Schlimmste so gewesen, dass das Pikachu dann einfach mal so gesagt hat, weil das irgendein Sprecher gesagt hat, wahrscheinlich wohl seine Stimme übernommen hat quasi. Es wird Zeit für eine Massenorgie. Jo. Was ganz Alltägliches. Ich dachte mir schon, Digga, das ist doch keine Kinderserie mehr. Das ist schon, das könnte schon auf YouPorn laufen. Jo. Ich meine, man hat zwar keine Haut gesehen, aber die Sprüche waren schon ordentlich, du. Das Schlimme ist, ich habe einen Bot, der sowas machen kann. Was? Du gibst beispielsweise in Stichwort hin, zum Beispiel Minecraft oder Fortnite hin. Oh nein. Und der schickt dann halt in den Channel beispielsweise halt ein Video oder ein Foto, was du halt haben willst. Und an den habe ich heute verzweifelt, Weißt weil der nicht mehr funktionierte. du, was ich heute auch gesehen, weißt du, was ich gesehen habe? Was? Das hat mich so verstört. Was? Du musst dir vorstellen, es war auf Instagram mal gewesen. Da hat einfach so irgendein Typ hat gemeint, das sei ja voll legitim, wenn der einfach, wie soll ich dir das am besten erklären? Dass man mit Ja. Kindern endlich Sex haben darf. Nein. Schade. Du bist so dumm. Das war so, ja, wie soll ich sagen? Der hat von weiblichen Fortnite-Skins hat der Fotos quasi braschiert und dann hat man komplett alles bei denen gesehen, sogar. Ja. Kann man auch machen. Statement dazu. Es gibt keins. Digga, wie das auch aussah. Du musst schon erstmal auf sowas kommen, Digga. Also da musst du wirklich sehr irre sein im Kopf. Macht da einfach so. Der. Am Ende macht er noch so eine Pornhub-Seite davon. Ah, weiß ich jetzt nicht. $1 gleich mehr Bilder. Ich würde kaufen. Nautica! Bist du massiv unangenehm? Das bin ich immer. Kein Wunder, dass die Eltern am Elternsprechtag immer Angst vor dir Ich werde auf 83 ge was für 83? haben. Ich wurde in der Schule auf 38 geschätzt. Ja! Weißt du, wie es unangenehm das ist, wenn es vom Lehrer kommt? Oder vom Lehrer, jetzt ist aber ganz nerdy. Er dachte, ich wäre eine Lehrkraft. Also da muss er, da, das weiß ich jetzt nicht, was da los ist. Hättest doch so mit der Peitsche reingehen können. Jo, entspann dich. Den ganzen Schüler unterrichten, Digga. Sexualkunde. Wie man es am besten macht. Oh nein, ich erinnere mich da an was. An was? Kennst du so diese eine Folge von Family Guy, wo so Chris mit seiner Lehrerin was hat? Ah, hier mit dieser spanischen oder mit der anderen? Nicht mit der Spanischen. Ah, ja. Mit der einen, mit dieser Blondine da. Ja, oh Gott. Musste er dafür nicht erst ihren Mann töten oder so? War das nicht da irgendwie? Ja, genau, und das hat er eben nicht Ah. gemacht. Und dann hat sie eben gesagt, ja, wenn er das nicht macht, dann wird sie das machen. Hey, warum macht sie's? Da habe ich mich halt gefragt, warum macht sie es nicht gleich selber? Habe ich mir Retalk auch gedacht. Vor allem, wie die das noch definiert hat. Ja, wenn wir früher nicht zusammen sein wollen, dann musst du aber noch was für mich tun. Und dann ab dem Punkt habe ich mir so gedacht, nein, das wird nicht gut ausgehen. Nee, das wird auch nicht gut. Hast du eigentlich auch das eine Video mal von Revi gesehen? Mit Reefed und Romatra? Nee. Das war in Craft Attack 7.
Da haben die das in Minecraft umbenannt alles. Also nicht mehr so diese förmlichen Sachen und alles. Die haben das Fashion genannt. Ei. Und was weiß ich, und dann halt, ja, haben die Und da wo? sowas gemacht und alles. Und dreimal das Rad mehr verstört worden ist. Soll ich dir sagen? Was? Ja, sag mal. Spark of Phoenix. Gah. Ei. Die waren da einfach noch mit dem im Call. Eieiei. Und Spark hat nur so gesagt, darf ich mich wieder muten? Das ist richtig so. Digga, der hat so gelitten. Die Zuschauer aber genauso. Junge, ich habe mir heute sowas von, ich habe mir heute sowas von was Schönes angesehen. Eine, die bei mir Follower ist, aber die lange schon nicht mehr mit mir geschrieben hat oder bei mir im Chat war. Junge, die hat mich so verstört. Warum? Die hat so, keine Ahnung, die sind so richtig auf Dirty Talk gekommen und alles. Und keine Ahnung, die hat nur so gesagt, ja, jetzt habe ich eine Da kennt sich ja jemand wohl gut aus. Jetzt hab ich eine Vorstellung im Kopf und alles. Und dann hat sie nur so gesagt, ja, sie würde sich frei machen, in die Dusche gehen und sich nach vorne beugen. Mehr sagt sie nicht dazu, hat sie dann gesagt. Einfach so gedacht, perfekt, Digga. Das sollte die Also. Fische. Was an dieser Stelle? Mal wieder komplett. Alles richtig gemacht, Polaris. Was habe ich da richtig gemacht, Digga? Sie macht freiwillig. Ja, mein, das hat sie ja nicht zu mir gesagt. Das war ja bei ihr im Also. Livestream gewesen. Das, Jo. ja, das hat sie Okay, vor ihren dann. Zuschauern gesagt. Dann will ich mir sehr große Gedanken machen. Ich hab mir so gedacht, ich weiß ja nicht, ob bei dir Kinder zusehen, aber ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen, ich weiß ja nicht, vielleicht nicht das richtige Thema wäre. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ach, Digga, das erinnert mich an diese eine TV-Serie von Comedy Central. Oh Gott. Irgendwas Wie mit hießen die nochmal? Was? Little Britain oder so. Ich glaube, es ist schon eine Weile her, wo ich das geschaut habe. Ja. Das Verstörendste fand ich immer so diese eine Frau da mit dieser Perücke und der Brille auf, Digga, die Same. wirklich immer auf den Boden gepisst hat. Ja, so sind halt Menschen. Ja, aber keine Ahnung. Ich habe mir auch halt gedacht, ist ihr das nicht, also als sie das heute so im Stream ganz offen so dargelegt hat und alles, habe ich mir so gedacht, hä, ist dir das nicht unangenehm oder so? Und auf der anderen Seite habe ich mir auch gedacht, ja, das ist halt gegenüber Twitch schon ein bisschen heftig. Ja, du weißt ja, wie Twitch und Frauen und so weiter zusammen sind. Ja. Ins Persönliche wollen die selber was vom Kuchen. Ja, mein, ich tue dafür Twitch ja nicht mal runter machen. Ich sag das ja nicht, dass Twitch damit die falschen Entscheidungen trifft, aber keine Ahnung. Mir kommt's so vor, als ob Twitch eben die falschen Entscheidungen treffen Ach, momentan. das machen sie schon lange. Das Ja. ist ja nichts Ja, aber Neues. Die anderen Jahre habe ich mir so gedacht, okay, ja, es ist noch machbar. Also es ist noch in Ordnung. Aber inzwischen muss ich sagen, irgendwie, die vergrauen eher mehr Leute, als dass sie dazugewinnen, hab ich so den Eindruck. Hast du das mit Twitch mitbekommen und Südkorea? Nein, habe ich nicht. In Südkorea tut Twitch die Dienste aufhören lassen. Aufhören Weil, lassen? ja. Und warum? Weil Twitch pleite ist. Was, Twitch ist pleite? Twitch hat getweetet. Ich glaube, es war auf. Ja, sie haben, glaube ich, getweetet, dass erstmal nur in Südkorea die Dienste werden. Also, erstmal, also wird es auch woanders passieren. Die haben einfach kein Geld mehr. Das glaube ich nicht.
Kannst du nicht Twitter und googeln. Die sind pleite. Die haben kein Geld mehr. Es kommt nicht mal genug Geld rein. Boah, Chat, stellt euch mal vor, hier auf Twitch würde jetzt alles zusammenbrechen. Dann tun wir aber dann tun wir Plattform wechseln, dann gehen wir auf YouTube. Ich gehe nicht drüber zu Dings. Kick? Ja. Wieso? Keine Lust. Das Problem ist, bei YouTube ist halt noch weniger los. Also da ist das Livestream so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Ja, aber da musst du dich wieder authentifizieren. Wo, bei Kick? Ja. Das hat mich 3 Klicks gekostet. Dann musst du ja aber wieder alles mögliche eingeben. Tatsächlich. Du brauchst eigentlich nur einen Stream-Schlüssel. Mhm. Und mehr nicht, weil die Einstellungen sind so gut wie nicht da bei Dings. Trotzdem etwas fragwürdig. Als du Fragen brauchst. Weißt du, was ich auch so richtig ekelhaft finde? Was? Diese Streamerinnen, ich glaube, die haben auch etwas dadurch. Wie heißen sie? Hä? Wie heißen sie? Was? Das Wort, was du gerade richtig, was du falsch ausgesprochen hast. Ekelhafte. Hier wird nicht gegendert. Du hast gegendert. StreamerInnen, hast du gesagt. StreamerInnen heißt nicht StreamerInnen. Ja, Bro, chill doch mal. Nein, gender bin ich raus. Du bist so ein... Das ist Deathzone bei mir. Ja, Bro, was soll ich denn anderes talken, mein Gott. Das Ding ist halt, du kannst doch wie nicht... Wie ein Junge ins Pissoir kackt. Kommt wieder mit dem Gespräch, so um die Ecke. Aber nicht gender, das ist das Letzte, was du machst im Leben. Bro, ich muss dazu sagen, ich find's mega unangenehm. Wenn... Hast du gendern? Ja, fühle ich, komm. Na, doch, Digga. Warte, ich bin gleich wieder da. Ich rede über das Thema nicht mehr, mir reicht's. Ich bin fertig mit der Welt. Alles nur wegen Dave. Könnt ihr ihm jetzt vorwerfen, das ist nicht meine Sache. Ach, Digga, jetzt habe ich wieder Schaufel vergessen zu machen, nicht Dunni. Oh. Ja, aber wenn die hier auch auf Twitch ihre Dienste einstellen, dann heißt es ja, dass zig Leute ja nicht mehr streamen können hier über Twitch, oder? Das heißt, Twitch wird ja auch komplett überall rausgelöscht. Das heißt, die ganzen Streaming-Anbieter oder Programmanbieter, die müssen ja auch aktualisieren. Und wenn Twitch komplett rausradiert wird und alles, dann ja, ist das Ganze ja nicht mehr vorhanden. Dann ist ja alles vorbei, sozusagen. Ja, aber dann müsste sich ja jeder auch eine neue Dings, wieder neue Plattform suchen, ne? Dann müsste sich Early Boy eine neue suchen, dann müsste sich Spark of Phoenix eine neue suchen, dann müsste sich G-Time eine neue Plattform für Streaming suchen, alle. Oder wie sehe ich das? Worum geht's? Ich habe gerade den, Talk geführt, dass wenn Twitch wirklich raus wäre, so wie du das sagst. In Südkorea sind sie raus. Ja, da sind sie raus. Aber wenn sie zum Beispiel, sagen wir mal, sie wären jetzt auch in den anderen Regionen raus, so Deutschland, Österreich, überall. Mhm. Nach und nach. Und dann müssten sich ja alle Streamer eine neue Plattform suchen. Early Boy, Gamers Time, Trimax, Spark of Phoenix, Revinzeit... Alle. Auch Paluten. Ja, aber ich glaube, das regelt sich ja dann auch wieder. Also das ist ja kein Problem, finde ich. Was? Also die würden sich auf jeden Fall kümmern. Ja, das schon. Aber es ist halt nervig, weil du musst halt wieder alles umarrangieren und musst wieder umstellen, so zu sagen. Ja, das ist ja immer, aber guck mal, das ist ja immer so, wenn du irgendwas in deinem Leben änderst, musst du ja eh alles wieder neu umstellen. Hast du eine neue Arbeit, musst du wirklich alles umändern und so weiter. Hm. Kommt je nachdem drauf an, was du halt vorher gemacht hast. Auch. Also ist auch ein entscheidender Faktor. Ja, ist immer so, wenn du irgendwelche Entscheidungen im Leben triffst. Ja, aber ich sag euch ehrlich, entweder YouTube oder wir gehen auch auf Kick, aber ich weiß es noch nicht. Darüber muss ich mir Gedanken machen. Also wenn es wirklich so weit kommen sollte,
Da muss ich sagen, da tut's mir auch wirklich leid für Twitch, aber das Ding ist halt, ja, ist halt so, ne? Was soll man da noch großartig sagen? Kannst ja eigentlich schon gar nichts mehr dazu sagen. Aber falls du wirklich auf Kick switcht, ich kann dir helfen dabei. Also die Einrichtung ist nicht schwer. Du musst halt nur einmal wissen, also wie es geht. Dann werden ja aber auch aus allen Streaming-Programmen oder aus allen Streaming-Anbietern werden ja die wird Twitch dann automatisch herausgekeyt. Also mit einem Update. Ja, das gibt's ja dann nicht mehr zur Möglichkeit. Du musst dich ja mit dem Konto verbinden, damit du streamen kannst. Weißt du, wie ich meine? Nee, ich verstehe nicht, worauf du gerade hinaus willst. Als Streamer musst du dich mit deinem Konto bei manchen Anbietern wie bei Twitch oder YouTube musst du dich anmelden und musst dich quasi damit verbinden, dass überhaupt das, was du live streamst, überhaupt auf Twitch oder auf YouTube übertragen wird. Bei OBS brauchst du einfach nur den Stream-Schlüssel. Mehr brauchst du nicht. Und den Stream-Schlüssel bekommst du immer nur in den Einstellungen von deinem Konto. Mehr brauchst du nicht. Also du musst dich nicht irgendwie anders anmelden. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, was du meinst. Ja, aber Dings, es geht mir darum, dass durch die Aktualisierung Twitch eben bei diesen Möglichkeiten rausfallen würde, dich zu verbinden sozusagen. Also da würde die Möglichkeit ja dann rausfallen und würde rausgekeyt werden. Oh. So meinte ich das. Ach so. Jo. Weil die existieren ja dann offiziell ja nicht mehr, sozusagen. Also richtig so. Deswegen. Gerade diese Annahme. Ja, aber da müssen wir mal abwarten. Das Ding ist, die konnten auch diese eine Sache nicht umsetzen, was sie mal getweetet haben. Da habe ich einen Kollegen, der auch gestreamt hat, habe ich schreiben hören, dass Twitch für kleinere Streamer so ein System einführen will, dass quasi man Twitch wollte ein System einführen, wo es kleine Streamer ermöglicht, dass du Geld dadurch bekommst, wenn du eine Stunde streamst. Du hättest einen ganz normalen Provisionssatz bekommen, hättest quasi davon dann eben, wenn du mehrere Stunden gestreamt hättest, hättest du immer mehr bekommen, wärst dadurch bezahlt worden und gut ist. Das Problem ist, Twitch hätte das so oder so durch diesen Tweet allein schon nicht auf die Beine stellen können, weil es fehlen einfach die Geldmittel dazu. Die müssen ja auch ihre Mitarbeiter bezahlen und alles. Das will aber Kick einführen. Ja, Kick ist eine andere Sache. Twitch halt. Hat es aber auch Twitch hat es auch gesagt. Es war ein heimlicher Tweet gewesen, aber manche haben davon Wind bekommen. Aber das Ding ist, es wurde bis jetzt nicht umgesetzt. Der Unterschied ist, Kick hat das offiziell getwittert. Und das Problem ist halt, Twitch hat kein Geld, aber Kick schon. Weil die ganzen Finanzierer von denen, einer, der das richtig fett finanziert ist, hat die größte Casino-Plattform der Welt. Deswegen haben die da. Ja, wir werden nur für das Verständnis von euch her, wenn ich wirklich auf Kick wechseln sollte, ich werde kein Casino streamen. Ich werde das nicht anfangen. Und. Wetten? Dave, hör auf. Wetten? Dave, lass das. Ich bin nicht spielsüchtig und ich werde es auch nie. Sag niemals nie. Und noch dazu, wenn ich was spiele, dann können wir von mir aus hier Glücksspiel betreiben, wenn du hier eine Slotmaschine baust. Das ist mir scheißegal. Aber das Ding ist, ich werde nicht anfangen, mein Geld im Real Life zu verzocken. Das fange ich nicht an. Das sind eine der festen Grundsätze für mein Leben, was ich mir vorgenommen habe, Leute. Niemals Glücksspiel. Nie. Wie war das mit den Vorsätzen? Warum? Nee, wenn man so vor Neujahr tut man ja sich immer Vorsätze fürs nächste Jahr machen und so weiter und hält man die nie ein. Ja, ich halte es schon seit mehreren Jahren ein. Ich habe nie Glücksspiel betrieben. Nie. Ich schon und ich werde es dann bestimmt wieder machen. Ja, da spricht ein wahrer Glücksspielsuchti. Ey, 10 Euro rein, 11 Euro raus, man kann nichts falsch machen. Doch, allein sich auf so einen Gewinn einzulassen.
Ein Euro habe ich bloß gemacht. Der Euro, Digga, der reißt es auch raus. Bei den Preisen heutzutage. Tja, da sagt er nichts mehr. Ne, ich habe dir gerade nicht zugehört, weil ich jetzt gerade noch mit dem Rand schreibe. Worum ging's? Schade, Leute. Dave redet einfach nicht mit mir. Ich rede doch mit dir, was ist. Ich hab gesagt, bei den Preisen auch heute, da lohnt sich das ja richtig. Ansichtssache. Hä? Ansichtssache. Ach, Digga. Wie noch versuchen will, sich rauszureden. Der kleine Ekelhafte. Ja. Das zählt nicht, Dave. Diese Nummer zieht nicht. Das kannst du vergessen. Das kannst du jemand anderem erzählen. Ach. Hab ich, werd ich und klappt. Wo habe ich jetzt eigentlich vorher mein Holz hingekloppt? Ist eine gute Frage. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo mein Holz ist. Dreh durch. Ich hatte das doch vorher noch in einer meiner Chests, oder habe ich das mitgenommen? Warum habe ich Gaiman? Nicht Gaiman, ja. nicht Gaiman in meinem Spotify. Digga, Dave, Junge, was machst Gandalf, du? Gandalf. Gandalf heißt er. Ich sehe nur die ersten zwei Buchstaben, deswegen. Gaiman. Junge, der Typ, Alter, der ist so verloren in seiner Welt. Ruf den jungen Krankenwagen. Der braucht ärztliche Hilfe. Kinder, dreht euch nicht um. Sonst kommt der Gaiman zu. Ach, der Grimmister. Oh, wie ging das Lied? Junge, Kinder, der. Dreht euch nicht um. Junge, der. Junge, ich sehe irgendwann noch kommen. Du sitzt auf so einer Polizeiwache, hast eine Anzeige am Hals. Ey, tatsächlich wäre das nicht meine erste. Oh nein, noch hör drauf. Ich reiß dir mal. Oh nein, das will er mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen. Oh nein. Was wird wie was geschrieben? Ich hab's dir geschrieben. Och Junge, nein. Vor allem, er legt's halt auch noch drauf an. Ich finde dieses Video immer noch sehr gut erklärt und ich finde dieses Warte. Oh nein, jetzt spielt er irgendwelche unangenehmen Sounds auf. Ich höre nicht hin, Leute. Scheiße, ich bekomme jetzt schon von irgendwelchen komischen G-Leuten irgendwelche Sprachnachrichten über Discord. Ja, dann sagt, dass sie verschwinden sollen. Das Schlimme ist, die kommt nur mit Zwiebelkorn, das macht sie besser. erstmal drum mit einer Anzeige. Anzeige ist raus, Budi. Was wollte ich erzählen? Irgendwann kommt so, er hat eine Anzeige wegen irgendeinem Scheiß, den er verbrochen hat am Hals. Ich hab's dir geschrieben, deswegen mal. Ich muss mir das gleich mal erstmal angucken. Er hat wieder irgendwas gemacht, wo ich mir wieder denken werde, oh nein. Tidlidita. Kommt gern in meinen Sack, meine kleinen Kinder. Oh Junge, nein, hör mal auf. Nein. Katze, ich hab's heute erst mal in Bier getrunken, also die Laune ist wieder oben.